Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Watchlist und natürlich haben sich auch heute die Analysten zu den Einzelwerten geäußert und ich habe für Sie die spannendsten Ratings zusammengefasst. Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach einem guten Lauf der Aktien des Chip-Produzenten von kaufen auf neutral herabgestuft und das Kursziel hat man bei 12 Euro belassen. Die Aktien erscheinen mittlerweile fair bewertet, finden die Analysten. Das schrieben die Experten in einer Studie vom Mittwoch. Und die langfristigen Wachstumstreiber für den DAX-Konzern seien weiterhin intakt. Schauen wir mal, wie die Anleger darauf reagiert haben. Wir sahen gestern bei Infineon schon ein Minus. Und zwar ist man am gestrigen Dienstag mit 1,2% im negativen Bereich aus dem Handel rausgegangen. Dementsprechend bei 11,76 €. Heute gibt es noch mal ein bisschen mehr auf die Mütze. 2,3% verliert Infineon heute. Wir sind aktuell bei 11,50 € angelangt. Schauen wir uns aber auch noch mal die gesamte Woche an bei dem Chip-Hersteller. Wir hatten zum Anfang der Woche schon einen Aufstieg gesehen bis hoch und über die Marke von 11,80 €. Danach kurze Seitwärtsbewegung. Ja, aber nach diesen Analystenratings sind natürlich die Anleger auch vorsichtiger geworden, sodass die Performance etwas nach unten abgefallen ist. Natürlich haben wir für Sie auch nochmal das Rating auf einen Blick zusammengefasst. Die Experten der Schweizer Großbank UBS stufen Infineon mit neutral ein. Das Kursziel lässt man bei 12 Euro. Wir sind momentan knapp darunter, nämlich bei 11,52 €. Und die Credit Suisse hat Leonie von neutral auf Outperform hochgestuft, aber das Kursziel von 54 auf nur noch 45 € reduziert. Der Großteil negativer Nachrichten beim Autozulieferer dürfte inzwischen bekannt sein. Das schrieb der Analyst Alexander Heisel in seiner Studie vom Mittwoch. Und sobald der Bordnetz-Spezialist seine Probleme im operativen Geschäft unter Kontrolle habe, sei für die Aktie auch deutliches Aufwärtspotenzial in Sicht. Der Analyst rechnet mit weiteren klaren strategischen Richtungsänderungen. Und er senkte zwar seine Schätzungen bis zum Jahr 2017, sieht die Aktie aber vor diesem Hintergrund als attraktiv bewertet. Wie die Anleger das sehen, da werfen wir auch jetzt einen Blick drauf. Bei Leonie ist man gestern mit einem heftigen Minus von 4,7% aus dem Handel rausgegangen am Handelsdienstag. Das heißt, wir hatten den letzten Kurs bei 35,39 €. Das hat man dann aber heute am Mittwoch wieder eingeholt, wieder gut gemacht. Es geht um 4% nach oben. Wir sind jetzt wieder bei 36,81 € angekommen. Schauen wir uns das Ganze auch noch mal auf Wochenbasis an bei dem Zulieferer Leonie. Wir sahen schon zum Anfang der Woche, da hatte es, oder beziehungsweise in der letzten Woche, da dümpelte man noch rund um die Marke von 32 € herum, konnte sich dann wieder etwas berappeln und Sie sehen schon die Performance momentan wieder auf hohem Niveau mit den 36,81 €. Auch hier natürlich noch auf einen Blick das Analystenrating zusammengefasst. Die Experten der Credit Suisse stufen den Automobilzulieferer Leonie mit Outperform ein. Und das alte Kursziel, das lag bei 54 €. Das hat man jetzt reduziert auf 45 € und wir sind aktuell bei 36,82 €. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien des LED-Industrieausrüsters Aixtron von 5,40 € auf 5,80 € angehoben und die Einstufung auf neutral belassen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Und auch hier schauen wir uns natürlich mal an, was die Anleger draus gemacht hatten. Gestern sahen wir schon am Dienstag grüne Vorzeichen, auch zum Handelsende. Wir sind mit 6,3% im Plus aus dem Handel gegangen. Heute geht es nochmal einen Schritt nach oben, 1,7% nochmal obendrauf auf 5,82 €. Aixtron schauen wir uns aber auch nochmal auf Wochensicht an. Und wir sehen schon, es gab einen ordentlichen Schub von der Marke von 5,20 € nach oben bis in der Spitze fast bei 10 €. Momentan sind wir knapp darunter bei 5,82 €. Schauen wir uns auch hier das Analystenrating noch mal genauer an. Die Experten der UBS stufen Aixtron mit neutral ein. Das alte Kursziel, das lag bei 5,40 €, das neue bei 5,80 € und das haben wir mittlerweile schon übertroffen. Wir sind nämlich genau 1 Cent darüber. Ja, liebe Zuschauer, das war schon wieder die Watchlist mit den spannendsten Analystenrating für den Moment. Ich freue mich natürlich auch beim nächsten Mal wieder auf Sie.